Willkommen CryptoFam zum Lumeris Testnet. Wie wir sehen können, ist seit dem 15. März der Relaunch von dem Testnet draußen und der Testnet läuft auf Junos Uni Testnet. Hier unten sehen wir auch, dass Lumeris noch kein Token hat, also kein Token Claim und, was dann ein Scam wäre. Hier können wir auch auf den Thread draufdrücken und sehen dann hier die ganzen Sachen, die Lumeris geschafft hat und die noch kommen werden. Wir fangen aber einmal direkt an mit dem Testnet. Um die Testnet-Token zu bekommen, müssen wir auf Junos Discord gehen. Wenn ihr dort zum ersten Mal draufkommt, bekommt ihr eine DM von dem Bot, um dort eine Capture zu lösen. Wenn ihr die nicht bekommt, geht hier auf den Discord-Server natürlich drauf, hier oben auf dem File, auf Private Settings und akzeptiert hier die Direct Messages von dem Server, so habe ich es vorhin gemacht. Dann könnt ihr den Server wieder verlassen, wieder draufgehen, dann müsstet ihr hier oben eine DM bekommen, die dann einfach auf den Link drauf drücken, die Captcha verifizieren und dann solltet ihr hier in dem Server drin sein. Dann geht ihr hier einmal aufs Faucet und könnt dann hier jetzt eure Test-Tokens requesten. Wie wir das machen, ist eigentlich ganz einfach. Das erste, was wir kurz machen, ist hier von unserem Kepler-Wallet unsere Juno-Adresse zu kopieren. Zack, kopiert. Gehen wir zurück auf Discord und geben ein $request. Okay, unsere Juno-Adresse, schauen wir mal, ob das funktioniert. Perfekt, hat funktioniert, heißt, wir haben unsere Test-Tokens bekommen. So, dann gehen wir zurück hier auf die auf Twitter und sehen hier auch den Link, den wir draufdrücken können. Heißt, wenn wir jetzt den Testnet bzw. das Testnet ausprobieren, alle Features ausprobieren, wenn Lumeris dann einen Token rausbringt, können wir als Early Users, als Testers eine Proportion als Airdrop dann abbekommen. Das schauen wir aber nochmal. Erstens, wie gesagt, machen wir jetzt hier einmal den Testnet. Das heißt, wir drücken hier auf den Link drauf und hier oben auf Wallet oder hier auf Connect Wallet. Approven das. Zack, approven nochmal und sind dann hier mit unserem Kepler Wallet verbunden. Dann probieren wir alle Sachen aus, die es hier gibt. Momentan noch nicht so viel. Heißt zum Beispiel, drücken wir einfach hier oben einmal drauf. Sehen unsere Balance-Zahlen noch 0? Das ist eine gute Frage. Wieso? Okay, hat geladen. Heißt, lass die Seite einfach laden. Dauert einen kurzen Moment. So, dann sehe ich hier unsere Balance von 4 Juno. Machen wir mal 0,5, dass wir ein paar Sachen ausprobieren können. Drücken auf Bond. Genau, auf Approve. Lassen das Ganze jetzt dann einmal durchladen und sehen dann hier auch gleich die 0,5 Juno gebondet. Warten auch ganz kurz, perfekt, dann ist es geladen und drücken direkt auf Unbond. Probieren wir es hier einmal mit 0,2, drücken auf Unbond, auf Approve und lassen das Ganze dann auch einmal laden. Nachdem das dann durchgegangen ist, probieren wir es auch mal hier mit Unbond All und wieder auf Approve. Geht relativ schnell, weil wie gesagt es hier auch noch nicht so viel gibt. So, lassen das Ganze jetzt mal laden. Und können es dann hier auch nochmal mit diesem probieren. Jetzt ladet das etwas. Drücken wir mal kurz wieder auf zurück. Das ist jetzt interessant. Okay. Nochmal kurz verbunden. Und nehmen wir mal hier ein anderes. Okay. Also nicht hier drauf drücken, sondern einfach hier. Also warten wieder kurz, bis unsere Balance geladen ist. Kann wieder eine Minute dauern. Wenn euch das Video gefällt, lasst sehr gerne ein Abo da. Ich bin fast bei dem 30 zu dem jetzigen Zeitpunkt, an dem ich jetzt das Video drehe. Also wie gesagt, lasst ein Abo da, ein Like oder ein Kommentar. Freut mich auf jeden Fall riesig. So, jetzt sehen wir hier, haben wir unser 3,425 Juno. Wählen dann hier ein Juno. Nö. Okay, ein Juno aus. Drücken auf Bond. Drücken auf Approve. Lassen das Ganze auch wieder approven und können dann zum Beispiel hier gleich auf die Show Claims. Nein, können wir nicht. Okay, wie wir hier sind, können wir hier nicht unbonden, sondern einfach nur unbond all drücken. Okay, hier können wir dann auch wieder zum Beispiel 0,5% unbonden und drücken hier drauf. Drücken auf approve und das ist eigentlich alles, was wir hier momentan machen können. Wie gesagt, lest euch gerne alles durch. Hier auf Twitter gibt es, soweit ich sehe, nur 11 Tweets.
Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt denen auf Twitter. Die werden euch wahrscheinlich direkt zurückschreiben, beziehungsweise zurück mit einem Tweet antworten. Und das war es eigentlich, wie gesagt, mit dem kurzen Testnet. Wenn es dann von Lumeris ein Token in der Zukunft gibt, werden wir wahrscheinlich als Early-User, als Tester eine Proportion als Airdrop bekommen. Ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Haut rein, wir sehen uns im nächsten Video.